Hallo und willkommen zurück zu Far Cry Primal. Ich freue mich sehr. Es funktioniert noch. Es ist unfassbar. Ich weiß ja nicht, ja, einige werden es vielleicht mitbekommen haben. Ich hatte so ein bisschen Angst um meinen Speicherstand bei Far Cry. Denn, ja, seit dem neuesten Update mit diesem Survival-Modus gibt es ja so ein kleines Problem. Da stand irgendwie drauf, ja, du kannst alte Speicherstände nicht mehr laden. Das war ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Ich hatte ein bisschen Schiss gehabt, dass da, ja, ich meinen alten Speicherstand nicht mehr laden kann. Das war ein bisschen ärgerlich. Ich habe echt Blut und Wasser geschwitzt, weil, Alter, 40 Folgen aufgenommen und dann kannst du nicht mehr laden. Ja, halt den Bubble. Und das war ein bisschen, naja, gut. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Ich freue mich sehr und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir mal ein bisschen weiter. Huch! Was war das denn? Fliegende Venja, ich werd bekloppt. Unsere Stärke beweisen. Die große Bestie. Mission zum Kartenmenü hinzugefügt. Ich glaube, es wird Abend oder Nacht, ne? Ich kann ja auch gleich nochmal ein bisschen, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ein bisschen erklären. So, Survival-Modus mäßig. Okay, wir haben ein paar neue Missionen auch wieder hinzugekriegt. Hier aber Schamane schwer und so. Und wir haben ja aber in der letzten Folge, Alter, den Bären. Hui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 . Was ist hier? Schließe dich Jamas Jägern an, um einen mächtigen Mammut zu erledigen. Schwer. Ich würde sagen, wir gehen erstmal bei ihm, glaube ich, hier. Ist auch schwer. Sind die Missionen alle schwer? Sehr schwer. Sehr schwer. Schwer. Okay. Schwer. Sehr schwer. Ich würde gerne hier hin, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich probiere das mal. Ich glaube, wir reisen mal hier hin. Ich mache mal eine Schnellreise. Obwohl, warte mal, wir haben Fähigkeiten. Hey, wir haben 4 Fähigkeitspunkte. Ich schau mal eben. Was haben wir denn hier? Tiermarkierung. Halte beim Zielen L2 gedrückt, um Tiere zu markieren. Funktioniert bei bei Keulen, Bögen und Speeren. Markierungen sind permanent. Was haben wir hier noch? Stelle 8 Pfeile anstatt 4 im Waffenrad her. Die dafür benötigte Anzahl von Rohstoffen bleibt gleich. Ist auch sehr spannend. Drücke R3, um mit Takedown auf große, mächtige. Das brauchen wir definitiv. Das machen wir. Kost 3, wir haben nur noch ein Pünktchen. Ziele und wirf deine Keulen und Speere, während du eine Leiche bewegst. Ja, gut, die Rohstoffe hier auf der Minikarte anzeigen ist jetzt nicht so. Dann nehmen wir mal den hier. Wir haben ja keine Minikarte. So, dann werde ich mal da hinreisen. Das war... Hier wollten wir hin. Ich mache mal schon mal einen Wegpunkt zu Tensei. Was wollte ich gesagt haben? Genau, der Survival-Modus. Ich habe ihn angetestet letztens im Stream für die Leute, die nicht dabei gewesen sind. Es macht sehr viel Spaß. Es macht sehr viel Spaß und er ist knallhart. Der ist wirklich knallhart, der Survival-Modus. Denn, ja, mit dem Permadeath-Modus ist es schon wirklich eine echt krasse Herausforderung und ich will es schaffen. Ich habe ja gesagt, dass ich in der Let's Play Live Show im Stream halt jetzt den... Alter, es schreckt mich doch nicht so, dass ich jetzt diesen Far Cry Friday einführe und wir so lange Far Cry am Freitag immer spielen, die ersten 2 Stunden, bis ich halt den Survival-Modus geschafft habe. Und, ja, guck mal an, wir sind hier schon und was man da alles machen muss, ne? Also man muss wirklich, ja, wirtschaften mit seinem Haushalt hier so ein bisschen, denn man hat nicht so viele Ressourcen, die Jagd ist viel schwieriger und alles. Und, ja, es ist alles viel schwieriger. Du musst auch schlafen gehen, du hast eine Ausdaueranzeige und sowas alles. Und das ist schon. Das ist schon schwieriger. Ne? Weil du musst ja auch essen und alles. Du musst mit deinem Fleisch haushalten, du hast nicht so viel Fleisch. Und pipapo. Alter, wollte mich. Ja, haut bloß ab. Das gibt's gar nicht. Wir müssen zum Wegpunkt. Die greifen uns permanent an. Komm schnell weg hier.
Bitte was? Aua, lass das! Aua, lass das! Aua! Aua! Ich muss mich heilen! Aua! Boah, Alter, wie die kämpfen! Alter! Alter Schwede! Aber der Bär macht sich schon echt, der macht sich schon echt gut. Muss ich sagen. Der Bär macht sich echt gut. Wie gut, dass wir den gezähmt haben. Aua! Das ist erstmal ein bisschen heilen. Ja gut, zum Schleichen ist er natürlich jetzt nicht ausgelegt. Und die Nächte sind dunkel beim Survival-Modus. Alter, die Nächte sind sowas von arschdunkel. Das gibt's gar nicht. Da ist das hier noch ein Furz dagegen, bin ich ganz ehrlich. Da ist es echt noch ein... wirklich noch ein Furz. Da kannst du das hier noch als Sonnenschein bezeichnen. Die Nacht jetzt hier. Aber der Survival-Modus ist knallhart. Also da freue ich mich schon drauf, jetzt Freitag dann in der Let's Play Live Show. Und das wird richtig cool. Ich freue mich. Vielleicht spielen wir auch länger wie 2 Stunden, muss man mal gucken. Je nachdem. Müssen wir mal schauen. So, ich liebe ja so Herausforderungen im Spiel, vor allem der Permadeath-Modus. Da habe ich riesen Respekt vor. Und ich weiß jetzt auch, wie man diese zweite Chance bekommt. Bitte was? Wie man diese... Uah, was? Alter, wollt ihr mich verarschen? Nein, 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 hör auf. Hör auf, hör auf. Komm her. Komm mit. Wie man diese zweite Chance im Survival-Modus bekommt, denn da muss man einen gewissen Fortschritt erreichen. Und dann wird das Spiel wohl, kriegt man da wohl eine zweite Chance. Ich schätze mal, wenn man die Hälfte vom Spiel hat, bekommt man wohl, wenn man stirbt, eine zweite Chance. Aber das muss man erstmal schaffen. In einem Durchlauf, ohne zu sterben. Gut, im Normalen, man kann natürlich auch den Schwierigkeitsgrad auf Normal stellen, aber wer will das schon im Survival? Es soll ja knüppelhart sein, ne? Wo ist denn unser Bär? Ah. Alter, der ist so... Boah, die sind sofort down. Ohne Scheiß, die sind sofort down. Wie geil ist das denn? Das hat sich mal voll gelohnt, den Bären zu zähmen. Mal gucken, wie das mit den anderen noch ist. Uah, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, lass mich. Oh Gott, wie... War das so eine gute Idee, nachts hier rumzulaufen? Jawohl, mach ihn alle. Alter Schwede. Voll geil. Ich feier unseren Bären. Ich weiß noch gar nicht, wie wir den nennen. Ich habe noch gar keinen Namen irgendwie für den. Muss mal gucken, muss mal ein bisschen überlegen. So. Ah, warte mal. Ich schau mal eben auf die Karte. Oh. Wir haben hier noch Leuchtfeuer und ein Lager. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal... Ich glaube, wir versuchen jetzt erstmal hier so ein bisschen so Lager und sowas zu machen. Wenn wir schon auf dem Weg sind hier zu Tensei. Natürlich bei Nacht ist es natürlich so ein bisschen... Ich hau erstmal ab hier. Das war ein Lager, was wir jetzt markiert haben, ne? Müssen wir mal schauen. So. Ja, voll geil. Wie gesagt, Survival-Modus, mega klasse, gefällt mir sehr gut. Uah, was... Habe ich richtig Spaß. Und vor allem, du bist viel mehr konzentrierter bei dem Spiel dann. Du musst viel mehr aufpassen, auch was nachts angeht. Und die Jagd ist schwieriger. Du kriegst gar nicht so viele Ressourcen. Auch die Tiere sind weniger. Oh, es wird wieder Tag. Sehr schön. Und das macht schon echt Laune. Klar, wie gesagt, für dieser Permadeath-Modus natürlich nichts für jedermann. Also wer da sich wirklich, wie gesagt, ja, ständig aufregt oder so, das ist natürlich, für den ist es natürlich nichts. Hey, warte, Teddybär. Achso, und die Tiere können permanent wegsterben, die Begleiter. Wenn die einmal tot sind und man sie nicht rettet, sind die für immer weg. Beim Permadeath-Modus. Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Weil dann hat man nämlich keinen Begleiter mehr. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man beim großen Finale hier bei Far Cry Primal irgendwie so einen Bossgegner hat, wo man dann der Bossgegner ist, ich weiß es ja nicht, wahrscheinlich auch so einen Begleiter hat, und wenn du dann keinen mehr hast, dann
Sie ist natürlich ganz schön doof da. Ach, da hinten waren die anderen, ne? Südstein, nehmen wir mit. Retten wir den Venja, haben wir einen neuen Dorfbewohner. Finde ich super. So. Unseren kleinen Bärchen. Ja, ein bisschen heilen. Wir müssen eh da drüben hin. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich zum Dorf mit, Habe ich den Langbogen ausgewählt? Vorsicht, aber mal gucken. Ja, habe ich. Ob ich wirklich zum Dorf mit den Bären gehen soll, weil das ist mir doch ein bisschen zu riskant. Weil, ja, nicht, dass da nachher irgendwie... Ich glaube, ich werde den mal wegschicken. Ja, hau ab. Ciao. So. Ich glaube, der Wegpunkt verschwindet jetzt auch seit Neuestem und man hat jetzt sogar seit dem Update, man sieht so eine Fußanzeige, wie weit man entfernt ist. So. Weiß gar nicht, ob es viele auch schon mitbekommen haben. Ich mache die Folgen jetzt in der Daueraufnahme. Vielleicht werden es viele schon bemerkt haben, dass ich mich nicht an jeder Folge verabschiede von euch, sondern immer so, wenn ich die Folgen komplett aufgenommen habe, so bei der allerletzten, also wenn die Aufnahmesession vorbei ist. Das liegt daran, weil ich dann viel, ich sag mal so, in einem Stück aufnehmen kann. Na, dann kann ich einfach direkt weiterspielen. Ihr guckt die Folgen komplett einfach am Stück durch und das ist... Oh, ich sollte vielleicht meine Eule nutzen. Gesehen haben die uns noch nicht. Die sind irgendwie, warum auch immer, andersrum in Action. Erstmal die Eule rufen und dann schauen wir mal, was hier los ist. Alter, was ist denn hier los? Boah, das ist aber ein Riesendorf. Boah, da müssen wir aber jetzt mal gucken. Also das wird, glaube ich, richtig spannend. Haben wir alle markiert? Ich glaube, ja, ne? Ich glaube, der wird sogar nicht auffallen, wenn der fehlt. Ah, ich weiß es nicht. Ah, man kann sogar die Bestie entsenden von hier aus jetzt. Wie cool. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass der Bär dann stirbt. Wir haben auf jeden Fall einen zum Rufen von Hilfe. Hier, der mit dem Horn. Der kann Hilfe rufen. Davon haben wir einen, ne? Ne, zwei sogar. Naja, müssen wir mal schauen. Kriegen wir hin. Würde ich sagen. Gehen wir das Ganze mal ein bisschen ruhiger an. Wie immer. Der kann Hilfe rufen. Der ist auch... Ist der gepanzert? Ne, ich glaube nicht, ne? Der ist alleine am Stehen. Das ist schon mal super. Das heißt, den cache ich mir als erstes. Ist das eine gute Idee? Ja, ist eine gute Idee. So. Schauen wir mal. Weil den schnappe ich mir, glaube ich, als erstes. Ja, der ist, glaube ich, noch zu weit weg. Obwohl ich den Langbogen habe. Müssen wir mal schauen. Natürlich, wenn er stehen bleiben würde, wäre er natürlich netter. Ja, super. Ich glaube, den vermisst keiner. Oh, doch, die haben den... Oh, scheiße, die haben es gesehen. Fuck, ich muss weg hier. Scheiße. Die haben es, glaube ich, mitbekommen, oder? Wie nutze ich denn nochmal... Nein, uah. Man kann sie auch locken mit Steinen. Okay, die sind in heller Aufreude, auf Ruhe. Die freuen sich darüber, dass hier gerade Action ist. Ja, Mist, der hat ein Dings. Scheiße. Komm hier zum Busch, dann kriegst du einen Takedown. Na, kommt er hin?
Aber bei den Takedown ist schon mal super. Und dann kriege ich mit dem Bogen, glaube ich, nicht in die Maske, außer ich muss ihm in den Hinterkopf schießen. Also mal gucken. Geh dahin, los. Geh dahin. Komm, oder komm zu mir. Genau, komm zu mir. Komm zu mir, geht ganz schnell. Geht ganz schnell. Komm zu mir. Komm. Komm zu mir. Komm zu mir. Geht ganz schnell. Geht ganz schnell. Komm zu mir. Komm zu mir. Oh, 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 oh. Ich leg den mal hier hin. Hier findet den bestimmt keiner. Wir haben sofort die Sachen aufgenommen, das ist super. Jetzt mal wieder auf den Bogen. Wo sind die anderen? Ich glaube, die anderen haben es gar nicht mitbekommen. Das ist schon mal super. Ich kann natürlich versuchen, den nächsten wegzulocken. Okay, der kommt jetzt auch nach oben. Das ist schon mal super. Ich glaube, das mit dem Locken ist, glaube ich, mal so eine gar nicht mal so eine doofe Idee. Kommt der jetzt, oder? Ich probiere es nochmal. Warte mal. Okay, ich glaube, der bleibt da stehen. Ich muss die anderen noch so ein bisschen im Blick behalten. Den wird keiner vermissen, vermute ich mal. Ist so ein bisschen jetzt mit dem Gestrüpp so ein bisschen doof. Ich weiß, aber ihr seht ja, worauf ich ziele. Guck mal, den habe ich noch gar nicht... Doch, den hatte ich markiert. Aber den kriege ich von Jasmin. Der wäre, glaube ich, so der nächste Kandidat auf meiner Liste. Muss ich natürlich gucken. So. Ja, nun gut. Ein großes Lager erfordert große Herausforderungen. Versuchen wir noch einen großen Bogen zu schlagen irgendwie. Ah, hier ist wahrscheinlich Lagereingang. Ah, der liegt auch ein bisschen bescheuert, weil der da... auch ziemlich nah am Dorf. Da habe ich zum Beispiel einen nicht markiert. Aber jetzt... ich könnte außen rum gehen. Ich mache das mal. Geht das? Komme ich hier rauf? Da kann ich von da oben nochmal ein paar erledigen. Da oben ist nochmal, ich glaube, Südstein. Das können wir mitkrabbeln, wenn wir schon hier unterwegs sind. Und natürlich müssen wir die Hörner vielleicht auch noch ausschießen, damit die keine Hilfe rufen. So. Heute läuft das alles wunderbar, auch mit der Aufnahme. Ey. 2 Sekunden gerade mal nur Delay. Wo ist der? Okay, da. Da ist auch noch jemand, den wir nicht markiert haben. Der war natürlich jetzt Bombe, ne? Weil der da... aber der könnte von dem gesehen werden. Ich weiß nicht, ob ich ihn treffen würde. Ich will es nicht riskieren. Obwohl, der wird es gar nicht mitbekommen, glaube ich. Nein. Der ist immer noch nicht tot. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich muss weg hier. Scheiße, jetzt haben sie auch noch Hilfe gerufen. Ich muss verschwinden. Und das war nämlich... das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Das muss ich mir unheimlich abgewöhnen. Aus der Entfernung zu schießen. Kriegen die natürlich Hilfe. Scheiße, ich sehe. Ach, die gammeln jetzt alle da oben. Warte mal. Oh Scheiße, die haben mich gesehen. Fuck. Scheiße, die haben mich gesehen. Oh oh, oh oh. Ciao, Jungs. Ich erstelle mal so ein Bienending.
Jetzt könnte ich gut meinen Bären gebrauchen, weil wir jetzt ja nicht mal eigentlich so in der Angriffs- oder in der Sneak-Position sind. Ich rufe den mal. Dann wollen wir mal. Nein, aua, Alter! Nein, aua, lass das, lass das! Jetzt habe ich mich selber beworfen mit dem Ding, das ist natürlich auch geil. Alter, was? Aua, lass das! Aua! Wo sind die denn jetzt? Warte mal. Der Bär macht gute Arbeit, muss ich sagen. So. Entschuldigung, dass es gerade so ein bisschen chaotisch ist, aber irgendwie muss ich das so ein bisschen hier gerade... Oh, oh, unser Tier ist da. Alter, was? Oh, ich bin gleich tot. Unser Tier ist tot. Wo liegt er denn? Ah, da. Hier, passe. Wo sind die anderen? Alter, was? Wo denn? Ich sehe keinen mehr. Sehr schön, muss sie nochmal heilen. Komm her, hey, komm her, hallo, bleib stehen. Bleib stehen, muss sie heilen. Nee, nee. Hier, dann hast du ein bisschen wieder Lebensenergie. Ich heile mich auch mal. Ach, kann ich gar nicht. Bin voll anscheinend. Also voll bin ich sowieso. Jetzt gucken, dass ich die anderen jetzt irgendwie ausschalte. Ach, das sind ja die, die immer Hilfe rufen, ne? Okay, der scheint... Ich glaube, der scheint weg zu sein. Ist da noch ein Gegner? Ah, da oben. Yeah. Jo, Faulsee, Außenposten erobert. 8 von 15, 500 XP bekommen wir wieder. Und wenn ja, Bevölkerungserhöhung.